Freude und Leid liegen so dicht beieinander, das musste jetzt auch Amalia der Niederlande spüren. Die hübsche Thronfolgerin besuchte ein Reitturnier in Amsterdam und fieberte sichtlich mit den Sportlern mit. Hurra oder doch eher oh nein? Am Sonntag, 27. Januar, fühlte Amalia der Niederlande, 15, mit den Reitern im Turnier Jumping Amsterdam mit. Von riesiger Freude bis hin zu großem Frust, alles war dabei. Aber nicht nur Amalia war gefangen in der Achterbahn der Gefühle. Auch ihr Papa, König Willem Alexander, 51, hat mit seinen Emotionen zu kämpfen. Im Video oben seht ihr das sympathische Vater-Tochter-Duo. Du willst mehr über Amalia und das niederländische Königshaus erfahren? Kein Problem. Unsere Adelsredaktion informiert dich jede Woche mit dem Royal Newsletter über das Treiben bei Hofe. Gleich hier anmelden. Auch wenn sie mal mit einem Reiter mitlitt, so hatte Amalia an diesem Tag eigentlich richtig gute Laune. Vielleicht freute sich die Thronfolgerin aber auch, dass sie mal wieder öffentlich auftreten durfte. Zuletzt hatte sie sich Ende Juli beim Familien-Sommershooting vor Kameras gezeigt. Jetzt also das Comeback und Amalia hätte nicht hübscher aussehen können, s.video unten. Die langen blonden Haare flossen über ihre Schultern und mit ein bisschen Kajal betonte sie ihre leuchtenden Augen. Um die Schulter hatte sie eine kleine Klatsch mit Schlangenprint. Willem Alexander war sichtlich stolz auf seine schöne Tochter. Immer wieder lächelte er sie an und drückte sie fest vor den Kameralinsen. Der 15-Jährigen war das gar nicht unangenehm. Sie freute sich einfach mit, während der König und die Kronprinzessin beim Reitturnier mitfieberten, wartete die restliche Familie in ihrem neu renovierten Schloss Wiedenbosch. Dass sie erst vor kurzem bezogen, aber bestimmt wird Willem Alexander seiner Maxima, 47, über den tollen Auftritt ihrer Tochter berichten. Freude und Leid liegen so dicht beieinander, das musste jetzt auch Amalia der Niederlande spüren. Die hübsche Thronfolgerin besuchte ein Reitturnier in Amsterdam und fieberte sichtlich mit den Sportlern mit. Hurra oder doch eher oh nein? Am Sonntag, 27. Januar. Fühlte Amalia der Niederlande, 15, mit den Reitern im Turnier Jumping Amsterdam mit. Von riesiger Freude bis hin zu großem Frust, alles war dabei. Aber nicht nur Amalia war gefangen in der Achterbahn der Gefühle. Auch ihr Papa, König Willem Alexander, 51, hat mit seinen Emotionen zu kämpfen. Im Video oben seht ihr das sympathische Vater-Tochter-Duo. Du willst mehr über Amalia und das niederländische Königshaus erfahren?
Kein Problem. Unsere Adelsredaktion informiert dich jede Woche mit dem Royal Newsletter über das Treiben bei Hofe. Gleich hier anmelden. Auch wenn sie mal mit einem Reiter mitlitt, so hatte Amalia an diesem Tag eigentlich richtig gute Laune. Vielleicht freute sich die Thronfolgerin aber auch, dass sie mal wieder öffentlich auftreten durfte. Zuletzt hatte sie sich Ende Juli beim Familien-Sommershooting vor Kameras gezeigt. Jetzt also das Comeback und Amalia hätte nicht hübscher aussehen können, s.video unten. Die langen blonden Haare flossen über ihre Schultern und mit ein bisschen Kajal betonte sie ihre leuchtenden Augen. Um die Schulter hatte sie eine kleine Klatsch mit Schlangenprint. Willem Alexander war sichtlich stolz auf seine schöne Tochter. Immer wieder lächelte er sie an und drückte sie fest vor den Kameralinsen. Der 15-Jährigen war das gar nicht unangenehm, sie freute sich einfach mit. Während der König und die Kronprinzessin beim Reitturnier mitfieberten. Wartete die restliche Familie in ihrem neu renovierten Schloss Wittenbosch, das sie erst vor kurzem bezogen. Aber bestimmt wird Willem Alexander seiner Maxima, 47, über den tollen Auftritt ihrer Tochter berichten.